geht direkt und das. Oh, es klingelt. Erwarten wir jemand um diese Zeit? Wahrscheinlich hörst du wieder die Jungs, die an der Tür klingeln und weglaufen. Nein, nein, Leute, das ist die Pizza. Da bin ich mir sicher. Wir haben keine Pizza bestellt. Wo kommt denn bloß in die Pizza? Leute, lasst uns mal nachschauen, wer da ist. Ey. Kommt ja, schon. Genau, los gehen geht's. Wir. Lass uns nachschauen. Ja? Hallo, Leute. Folgt mir. Wer ist dieser Typ? Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich so eine Art Prank. Prank, er kriegt hier seine. Ja, lass mal schauen, ey. So, ihr Trottel, hört meine Befehle. Was willst du tun? Was ist los? Was wollen Sie uns sagen? Rotkäppchen, Rotkäppchen. Passt auf, ihr Soldaten. Wie sprecht ihr denn mit mir? Ha? Das ist eine erste Warnung. Die zweite wird's durchgeben. Okay? Oh, Raffaello, du bist erledigt. Bist du ein Idiot? Willst du dich mit Gialame anlegen? Mit Ravere, wer bist du denn? Du denkst, ich spiele mit euch, hä? Du bist ein Wurm! Raffaello, leg dich nicht mit ihm an, er ist sehr zäh. Ich glaube, es ist Zeit, einander kennenzulernen, ja? Ja. Mein Name ist Raffaello. Und ich bin Dimon. Und ich bin Odyssee. So, ich bin Sergeant Jax. Und unsere Geheimdienste haben herausgefunden, dass ihr die besten YouTuber der Welt seid. Oh, danke, das wussten wir auch so schon. Möchten Sie ein Autogramm von uns? Ruhe! Ja gut, die Kinder lieben euch. Aber leider, es gibt ein Problem, Leute. Welches Problem denn? Was ist los? Ihr seid gute Jungs, aber ihr seid sehr schwach. Was wollen Sie sagen, dass wir schwach sind? Unsere ganze Kraft ist genau hier. Man ist stark, wenn man reicht ist. Ihr Idioten, ihr habt keine Ahnung vom Leben. Das Leben ist ein Krieg ums Überleben. Also werde ich euch beibringen, wie man überlebt. Und wenn wir das nicht wollen? Dann werdet ihr Ärger von unserem Team bekommen. Und wir werden euch ins Gefängnis schicken. Okay, es ist nur ein Scherz. Okay, alles in Ordnung. Entschuldigung. Also, genug geplaudert. Das ist für dich, das ist für dich. Ihr müsst in einer Minute fertig sein und ich warte euch draußen. Ja, klar. Yes, sir. Mann, Leute, das ist wirklich ernst. Wir wollen Videos für ihn machen, aber das ist uns verboten. Aber wir werden trotzdem unser Bestes für euch geben und weiter Videos machen, denn wir lieben euch. Und wenn ihr eure Liebe zeigen wollt, dann abonniert den Kanal, Freunde. Okay, das ist für uns. Bitte, bitte. Also, Freunde, ihr drückt auf den Abo-Knopf und wir überlegen, was wir mit diesem Sergeant machen sollen. Ja, wir müssen schon anziehen, Leute. Kommt schon. Ich habe euch für einen Lauf hergebracht. 50 Kilometer. Oh, 50 Kilometer sind wie viel? Ich habe noch nie in meinem Leben auch nur 2 Kilometer gerannt. Es wird Zeit, mein Junge, dass du ein Mann wirst. 1, 2 und los. Schneller, schneller, schneller. Lauf. Gut gemacht. Schneller, schneller. Komm schon, die Idioten. Warum so langsam? Schneller. A few moments later. Lauf, lauf! Komm schon, ihr Schwächlinge! Schneller, habe ich gesagt! So, schneller, schneller! Ja, was, mein Junge, bist müde? Oh, ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Was ist los? Was ist passiert? Steh auf, komm, steh auf! Oh, ich kann nicht. Komm! Ich kann nicht. Du hast eine Sekunde Zeit, steh auf! Nein, ich kann nicht, ich gehe mir auf. Was? Ich hab dich nicht gehört. 40 Liegestützen. Okay, ich werde es versuchen. Komm, tiefer. Tiefer. Ich kann nicht. Schluss, ich kann nicht. Es tut mir leid. Du tust mir leid. Schluss. Ja, Schluss, ja. Oh. Wir machen weiter. Folgt mir. Halt! Rotkopf, du, setz dich hier hin. Genau hier. Oh Mann, Leute, ich bin sehr müde. Könntet ihr an meiner Stelle ein solches Trainings durchführen? Es ist sehr schwer, glaubt mir. Ich persönlich schaffe es nicht. Du Zwerg, du gehst da. Mann, ich bin kein Zwerg. Schneller. Oh Mann, und das soll Training sein? Okay, und du, Glatzkopf, das ist dein Platz. Fang mit Klimmzügen an. Schneller. Mal schauen, wie viel du Kraft hast, du Fettsack. Ich kann nicht. Was ist los, du glatzköpfiger Fettsack? Hä? Kannst du keinen Klimmzug machen? Komm. Könntest du mir ein wenig helfen? Bitte. Okay, ich werde dir jetzt ein bisschen helfen. So gut, komm schon. Nochmal. So. Gott, das stinkt! Ja, du Sticker! Oh nein, es tut mir leid, es war aus Versehen! Ich habe mich verkrampft, ich habe vorher Bohnen gegessen! Die
vor dem Training. Denn dann furzt ihr ohne Stück, Gott sei Dank. Oh mein Gott, Leute. Oh, ich bin müde. Ich bin müde. Na, endlich sind der Lauf und das Training vorbei. Leute, ich bin wirklich müde und ich brauche Wasser. Rafari, was ist das für eine Flasche da? Bist du etwa ein Opa? Wie alt bist du eigentlich? Warum hast du denn eine GLA-Mir-Flasche? Freunde, schaut mal, wie cool sie ist. Die habe ich auch, Leute. Ich trinke Wasser nur aus meiner GLA-Mir-Flasche. Warum habe ich keine, Leute? Ich will auch eine. Ja, Rafari, alle coolen Typen trinken Wasser aus so einer Flasche. Ihr könnt euch auch eine bestellen. Wir haben eine sehr große Auswahl für euch auf unserer Seite. Ah, ihr steckt die Schweine. Es ist Zeit zu baden, Leute. Oh, ja. Ich mag heiße Bäder. Ihr werdet in Eiswasser baden, Leute. Und du bist erster Rotschopf. Eiswasser? Bist du wahnsinnig? Oh, ich will ein heißes Bad. Leute, was redet ihr da? Eiswasser ist gut nach einem harten Training. Es entspannt dich gut. Also gut, Rotschopf. Komm her, komm. Ja, komm. Ja, ich bin bereit, ja. Komm schon, Drecksack. Es ist kalt. Es ist so kalt. Timon, du wolltest doch Eiswasser. Ist es nicht gut? Oh, es ist sehr kalt. Eiswasser, wie kalt, als ich erwartet habe. Jetzt bist du dran. Komm her. Nimm das. Nimm. Hat es dir gefallen? Oh mein Gott, ich bin dran. Ich hab Angst. Bist du bereit, Zwerg? Bin ich. Ja, bin ich. Komm los, fangen. Das ist ganz schön kalt. Zieht euch um und kommt zurück zum Essen. Los geht's, schneller. Jawohl, Sir. Sofort. Und ihr Kerle, abonniert jetzt. Vergesst das nicht, okay? Oh Mann, bin ich hungrig. Was werden wir jetzt essen? Ich hoffe, Freunde, dass wir jetzt Burger essen werden. Nein, Leute, wir sollten jetzt etwas Gesundes. Brokkoli, Salat, Hütchen, alles, was uns gerade in Proteine. Oh, ich hätte jetzt gerne eine Pizza. Ruhe, ihr werdet hier sitzen und essen. Das Beste essen. Soldaten essen, bitteschön, fangt an, schneller! Was ist das, Sigmar? Schrecklich ist dein Gesicht, Glatzkopf! Glatzkopf, frisse schneller! Igitt von eklig! Bist du bekloppt? Das ist das gesündeste Essen, das man essen kann und es ist auch noch leicht! Nochmal, du blöde Schlange, was redest du da? Das ist das schlechteste und ekelhafteste Essen! Bravo, Leute! Bravo! Gut gemacht! Ich werde Männer aus euch machen! Und ihr werdet aufhören, diese kindischen Videos zu filmen! Und damit basta! Freunde, aber wir lieben es, coole Videos für euch zu machen! Redet nicht! Esst das Haferbrei! Es gibt sehr viele Vitamine! Sei still, du Nerd! Du nervst mich! Hörst du? Du bist ein Nerd! Ich bin ein Nerd? Ja, Nerd! Nerd, nimm das! Timon, was machst du? Halt, geschieht dir recht, Mann! Mann, Timon, was machst du? Bist du verrückt? Geht's dir noch gut? Ich bin kein Nu! Jetzt reicht's! Hört sofort auf! Man darf nicht mit Essen spielen, ihr Idioten! Also, ihr esst nicht mehr, es reicht! Los, kommt! Ich nehme euch das Essen weg! Ihr seid fertig! Das war's! Und ich seh bravo, wegen dir bin ich hungrig geblieben, Mann! Geschieht dir recht, du Nerd! Ihr seid meine Schuldig! Ich habe Hunger! Ich habe großen Hunger! Hunger! Mama, wo bist du? Okay, Leute, ihr habt eine neue Aufgabe. Zuerst gebe ich euch eure Waffen. Aber vorher will ich sehen, was ihr könnt. Oh, ist ja toll. Einfach, ey. Nun, Jeremy, ich werde ganz sicher gewinnen. Wir werden forever! Der Sieger bekommt ein Pokal und der Verlierer wird bestraft. Rafario, du fängst an. Du bist ein Loser. Odyssey, komm her. Gut. Ja, komm, nimm das. Fang an. Ja, ja. Oh, toll. Ich spiele Basketball. Ich weiß, wie man trifft. Was war das? Glaubst du, das ist ein gutes Ergebnis oder was? Komm, Rotschopf, du bist Lichter. Du hast ein schlechtes Ergebnis. Drei. Und du, hier, halt. Ich muss die Entfernung und die Kraft des Wurfes berichten. Schau zu. Ja, Leute, ich hab's
geschafft, ey. Bravo, bravo. Das war ja, ich hab's geschafft, gut. Ist der Pokal meins, ist der meins, ja? Ja, bravissimo. Oh, Dimon, was du gemacht hast, ist nicht fair. Du hast jede Menge Zeit verschwendet, du Nerd. Du bist einfach nur neidisch, Noob. Ja, hier, Dimon, bravo, du hast gewonnen. Oh, mein Pokal, ich bin der Beste, Mann. Und was kriegen wir? Ihr seid bestraft. Kommt an die Wand, und zwar schnell. Bestraft? Wofür werden wir bestraft? Wofür werden wir bestraft? Ich verstehe das nicht. Okay, ich bin bereit. Ich werde euch jetzt bestrafen. So ist das. So, das geschieht euch zurecht, ihr Dummköpfe. Das hat nicht viel getan. Okay, Leute, ihr habt heute alle eure Übungen bestanden. Morgen werden wir euer Kanal löschen und wir werden echte Männer aus euch machen. Schluss für heute. Lasst euch jetzt ins Bett gehen. Ich hab's genug. Hast du das gehört, Edisee? Er will unseren Kanal löschen. Ja, das habe ich auch gefunden. Keine Sorge, wir werden nicht aufgeben. Ich habe mir einen Plan ausgedacht, um unseren Kanal zu retten, damit ihr immer unsere Videos anschauen könnt. Bist du sicher, Dimon? Bravo! Ich vertraue dir voll und ganz. Eine tolle Idee. Und ich weiß auch, Freunde, dass ihr mir auch vertraut. Und ihr könnt es mir beweisen, indem ihr den Kanal abonniert. Dann werde ich alles tun, was ich kann, damit ihr unsere Videos weitersehen könnt. Und ich werde den Kanal retten. Ja, genau. Komm schon, Dimon. Komm schon, lass uns abhauen von hier. Lass uns rausgehen. Ach, folgt mir. Ja, ich hatte recht, ey. Hier, endlich kann ich mich jetzt ausruhen. Oh, so. Sobald er eingeschaltet ist, sperren wir ihn ein und wir können etwas vorbereiten, das ihn erschrecken wird. Ganz, ganz stark. Ah, und so wird er uns in Ruhe lassen. Ja, Odyssee, das wird er wirklich. Oh, süße Soldatenträume. 20 minutes later. Also, Freunde, lass uns zuerst das Set, in dem das Soldat steht, so drehen, dass er, wenn er rausgeht, in den Pool reinfällt. Aber sag mir, wie fällt er denn in den Pool bald? Hä? Wie soll er denn da reinfallen? Ha, schaut mir zu. Langsam. Langsam. Los, komm schon. Genau dort, ja. Aber damit er aufwacht, werden wir diesen Lautsprecher benutzen und die Militärsirene einschalten. Das ist logisch. Eine Militärsirene. Der Soldat wird sich sehr erschrecken, weil er dachte, dass es ein Alarm ist. Sobald er aus dem Zelt springt, wird er direkt in den Pool fallen. Und ich werfe den Elektroschocker direkt in den Pool und der Sojan wird zum Brathähnchen werden. Einfach nur krass, Mann. Und das Tüpfelchen auf dem I? Ich erschrecke ihn in meinem Geisterkostüm. Und dann wird es sicher abhauen für immer und wir werden den Kanal retten, damit ihr unsere Videos immer anschauen könnt. Nun, Tierleibe, Freunde, komm schon, lass uns anfangen. Ja, auf geht's. Leute, ich schalte die Sirene ein. Was ist los? Was passiert? Was ist los? Das ist doch eine Sirene. Der Krieg hat begonnen. Es ist meine Zeit. Ich muss bereit sein. Ich bin doch ein Soldat! Ich komm schon! Ich komme! Fertig! Ich bin bereit! Ich werde euch umbringen, ihr Idioten! Ich bring euch um! Ich bring euch um, ihr Idioten! Ihr Idioten! Ihr werdet gleich sehen, was ich mit euch mache! Ja! Ich zieh mich schnell um! Oh mein Gott! Ich geh weg! Lass mich in Ruhe! Odyssee hat heute eine Feier, Leute! Wir sind im Lablatters gekommen, um ihm das beste Spielzeug zu kaufen! Und wir kaufen nicht nur ein Geschenk, sondern viele Geschenke! Lass uns reingehen und ganz viele Spielsachen kaufen! Los geht's! Los! Ich nehme mir so ein Popfeuer-Odyssee, Leute, weil er das sammelt. Dann nehme ich noch das hier und ich nehme auch noch dieses riesige Pop, Leute. Oh, es ist wirklich cool. Und jetzt gehen wir zur Kasse. Leute, ich kaufe eine Gaming-Maus und Gaming-Kopfhörer für Odyssee, weil er Videospiele über alles überhaupt liebt. Okay, ich denke, ich bin fertig. Ich gehe zur Kasse. Leute, ich habe eine Menge Bettspiele mitgekommen. Ich will Odyssee auch diese coole Nerf schenken. Lass uns zur Kasse gehen. Leute, hallo! Lasst uns bezahlen! Los, Leiter!
Ich habe nur 5 Euro. Was meinst du damit? Was meinst du? Du hast nur 5 Euro mit? Also gut, holt eure Brieftaschen raus, lasst uns alle zusammen bezahlen. Na los, Leute! Oh Mann, ich habe doch gar nichts, Raffario. Leute, ich glaube, ich habe auch nichts. Was machen wir jetzt, Raffario? Ohne Geld geht nichts. Vielleicht sucht ihr nach einer Arbeit. Es gibt eine Anzeige an der Tür. Was für eine Anzeige? Schauen wir uns das mal an. Ja, gehen wir. Wow, Leute, zieht euch mal diese Anzeige hier ran. Das Geschäft sucht nach einem Wachmann. Genau, was ich brauche. Was gibt's noch? Also, dieser Täter wird hier gesucht. Ich schätze, derjenige, der ihn fängt, bekommt dafür ein Geld. Wie viel? 20 Euro? Vielleicht sogar 50, Raffari. Ja, vielleicht fragen wir dann besser. Fragen wir nach dem Job. Ich habe gerne als Wachmann gearbeitet. Wollen wir gehen und fragen. Los geht's. Herr Sotiris, brauchen Sie wirklich Wachmänner? Ja, ja, wir suchen Wachleute für den Laden. Können wir drei alle zusammenarbeiten? Ja, ihr könnt alle zusammenarbeiten. Aber ihr müsst stark, ernsthaft und professionell sein. Ja, das passt uns sehr gut. Großartig, wann könnt ihr anfangen? Jetzt. Wir können sofort jetzt anfangen. Ja, ich habe eine Frage. Was ist denn die Belohnung, wenn wir den Täter fangen? Die Belohnung ist 1000 Euro extra. Dann können wir alle diese Spielzeuge kaufen. Alle. Dann geht, Leute, und macht euch bereit. Ja. Komm schon, gehen wir. A few moments later. So, wir sind bereit. Großartig, macht euch sofort an die Arbeit. Also Jungs, es kann richtig los. Komm, wir fangen an. Oh Leute, schaut mal, da kommt ein Kunde rein. Wir müssen ihn untersuchen. Nur eine Minute, ich werde sie jetzt abchecken. In Ordnung, es ist gut, sieh doch rein. Und wo sind die Legos? Woher soll ich das wissen? Ich bin ein Wachmann, sieh dir das doch an. Okay. Okay, warte mal. Nicht bewegen. Bleib stehen. Hopp. Dreh deinen Kopf, nimm deinen Hut ab. Schnell. Schau mal. Das bist du. Oh, Entschuldigung. Das ist mein Job. Was ist hier los? Du hast mich erschreckt. Was ist hier los? Ich mache einen Job. Das ist eine erste Sache. Den Diebe gibt es überall. Überall gibt's. Oh, ich verstehe. Mit diesen Leuten stimmt etwas nicht. Oh, Leute, was für ein Job! Sitzen, entspannen, Klimaanlage, Selfies mit meinem Handy machen, Zeit cool verbringen, das ist der beste Job, den ich je hatte! Leute, es ist einfach fantastisch! Ach, egal, ich mache lieber ein Selfie! Oh, Leute, wie hübsch ich bin! Was für ein hübscher Mann! Ich verstehe es selbst, Freunde, ich bin hübsch! Leute, das ist ja ein vollverdächtiger Typ, da hinterher! Halt, was hast du denn da bitte? Was meinst du denn? Das ist mein Handy. Was für ein Handy, Alter? Was laberst du? Komm her, Alter. Raffario, komm her. Fass ihn. Na! Gefunden! Ich hab es! Das Bild ganz dringend! Wer schreit da rum? Was ist da los? Was ist los? Was? Was ist? Was passiert? Es ist doch TikTok! Was für ein TikTok? Siehst du nicht, was bei Raffario passiert? Ah, was passiert? Mann, ich muss besser aufpassen! Was macht ihr? Ich wollte nur ein Spielzeug kaufen! Ja, hier wollte jeder ein Spielzeug kaufen! Los, lass uns mal checken, wie wir haben. Mal sehen, vielleicht ist er der Kriminelle. Ja. Ich denke, wir haben den richtigen. Ich glaube, das ist er! Lass mich in Ruhe! Ihr seid verrückt! Hilfe! Hilfe! Was ist hier los? Was hier los ist? Wir machen unseren Job! Er sieht aus wie der Täter! Leute, das ist unmöglich! Hier ist ein Laden und das ist ein Kunde! Ich wollte nur ein Auto kaufen und das alles deshalb? Keine Sorge, wir machen nun unsere Arbeit gut und mit Würde. Herr Sotiris, Sie sollten uns eine Gehaltserhöhung geben. Mit so einem Verhalten werde ich euch einfach feuern. Ihr werdet nicht mal einen Euro bekommen. Oh, Herr Sotiris, Entschuldigung, was sollen wir tun? Der Käufer kauft und ihr schaut nur einfach zu. Sehr, sehr vorsichtig. Vorsichtig? Ah, ja, das stimmt. Ja, Herr Sotiris, machen Sie keine Sorgen. Later. Leute, vielleicht trägt er eine Perücke. Ich muss ihn mir ansehen. Ich finde sie sehr verdächtig. Was für schöne Autos es in Blablatois gibt. Seid vorsichtig. Sie sagte, sie mag das Auto. Pass auf, sehr vorsichtig. 1 hour later. Verstanden. Was für coole Autos, Leute.
Hier, was hast du denn da? Hol das raus! Das ist mein Handy. Okay. Du sollst nur eins wissen. Ich bin das Gesetz diesen Ladens und die Augen. Naja, natürlich. Ich muss mich wirklich vergewissern. Oh, ich fress dich jetzt auf! Oh, was ist das für ein roter Knopf? Oh mein Gott, was ist das? So cool! Wow, wie schön! Oh mein Gott, was ist los? Was ist jetzt wieder schon los? Warum wurde der Alarm ausgelöst? Oh, es ist, als wären wir in einer Disco und nicht bei der Arbeit. Lasst uns ein bisschen tanzen. Puh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Der Alarm, warum ist der ausgelöst worden? Stars, was? Warum ist der Alarm los? Was ist passiert? Alarm? Ich hab jetzt gerade die Musik angemacht. Welche Musik? Das ist ein echter Alarm. Geh zur Seite. Oh, schade. Musik ist zu Ende. Du musst endlich ernst werden. Das ist ein Geschäft. Der Alarm ist ernst. Okay. Oh, was ist das? Was? Cool. Raffario, was machst du denn da? Steh auf, ich werde dich untersuchen. Komm schon, Untersucher. Komm her. Nein, du hast nichts. Oh. Hier, deine Uhr. Hier. Oh, noch einmal. Seid ihr normal? Was macht ihr denn da? Kontrolle gehört vor allem, Herr Sortierer. In Ihrem Laden wird jede Sekunde alles kontrolliert. Und so. Hey, soll ich die auch mal abchecken? Komm her. Leute, seid ihr etwa dumm? Was? Wie dumm? Nein, wir meinen es jetzt, ja. Herr Sortierer. Es reicht. Schluss. Ist unsere Arbeit vorbei? Und wann gibt's Kohle? Folgt jetzt mir. Und zwar sofort. Hier stehen bleiben, einer schaut in diese Richtung und der andere in die andere Seite. Und was machen wir jetzt? Was ist denn das für ein Job? Einfach schauen. Immer hier stehen bleiben und einfach schauen. Okay. Dann schauen wir einfach. Leute, ich bin müde und ich will ein bisschen schlafen. Raffario, hörst du? Ja, ich höre dich sehr gut. Sag mir, was ist das los? Hör zu, ich muss mal auf die Toilette. Sobald du das gesagt hast, musste ich auch in die Toilette gehen. Was soll ich tun? Oh, mit wem habe ich mich angelegt? Raffario! Was willst du? Ich bin hungrig! Ja, ich kann dich sehr gut hören, ja! Raffario, der hat einen größeren Bauch als du. Warum trägt er eine Maske? Warum trägt er eine Maske? Weil er ein Dieb ist. Los, Raffario. Raffario, komm schon. Hier, schneller. Hier, und. Komm. Was ist passiert? Warum liegt sie auf dem Boden? Habt ihr nicht gefangen? Nein, Herr Direktor! Wie läuft's denn so? Seid ihr normal? Warum habt ihr nicht gefangen? Ja, irgendwas ist schiefgelaufen. Jemand hat uns die Schnürsenkel gebunden. Was gestohlen wurde, müsst ihr selber bezahlen, verstanden? Freunde! Okay, ich bin da weg. Ich komme morgen zurück. Sorgt dafür, dass es nicht mehr passiert, sonst wird's schlimm. Auf Wiedersehen, Herr Sortierer. Auf Wiedersehen. Raffario, was sollen wir jetzt machen? Gut, dass er weg ist, stimmt? Und wir werden jetzt in diesem Ladenspielzeug spielen. Komm schon, wir müssen uns befreien. Komm schon. Oh, Leute, seht mal, wie viel Zeug ich habe. Woher hast du das alles? Aus Blabla Toys Laden, da arbeiten ein paar Sicherheitsleute, die total dumm sind. Ich denke, wir sollten zusammen mehr Spielzeuge stehlen gehen. Ja, lass uns gehen. Komm schon, Dimon, gut. Dass wir selbst den Laden sehen, können wir tun, was wir wollen. Ein Wachmann schläft wie immer. Ja, tun. Worauf warten wir noch? Lass gehen, wir entfesseln ihn. Leute, jetzt haben wir den ganzen Laden in der Hand. Wir können stellen, was wir wollen. Ja, los geht's.
holt noch mehr Spielzeuge! Noch mehr Spielzeuge! Was ist passiert? Warum bin ich gefesselt? Was ist los? Oh mein Gott! Einbrecher sind in ihm an. Was kann ich jetzt machen? Dimon Raffario! Dimon Raffario! Oh, ich warte. Ja, Stas, was ist passiert? Ich hab Diebe hier! Sie sind in der oberen Etage! Schnell, Hilfe! Ich bin gefesselt! Beeilt euch! Komm schon, Dimon! Ach, wir machen noch besser! Wir machen verschiedene Streiche für diese Jungs! Ja, wir werden ihnen auch einen Streich spielen und sie gleichzeitig verhaften! Lasst uns noch etwas holen, schnell! Ja, los! Also, Raffario, hör mir ganz genau zu. Wir gehen hin und tauschen die Körbe aus, damit sie denken, dass sie nur fehlen, Mann. Oh, da ist ein Geist hier! Ja, voll gut! Wow, was ist das? Warum ist unser Korb leer? Leute, haben wir ihn nicht aufgefüllt? Das spielt keine Rolle mehr. Füllen wir ihn wieder bis oben hinauf. Lasst es uns noch einmal machen! Ja, schau mal, sie wirkt nicht aus, Lippe. Komm schon, mach. Los. Was? Wie war das nochmal? Leute, Leute, ist dieser Ort verflucht? Oh nein, schau, ein Roboter. Es reicht, Leute. Lassen wir das Spielzeug hier. Holen wir uns das teuerste Auto. Verschwinden wir von hier. Na los. Ja, auf geht's, auf geht's. Hast du gehört, Raffario? Sie wollen das beste Auto nehmen und sofort losgehen. Also, wir nehmen den Aufzug, denn sie haben die Treppe hochgenommen. Und du und ich, wir werden sie zuerst kommen und fangen. Ja, ja, los geht's. Geht's hier schnell. Raffario, das ist hier die allerbeste Karre. Wahrscheinlich wollen die Einbrecher sie auch klauen. Nicht wahrscheinlich, sondern definitiv. Also Leute, schaut mal her. Ich habe hier so einen super heftigen Kleber. Du, Raffario, gehst die Treppe hinauf und gießt in die Eingangstür etwas Öl auf den Boden, okay? Du bist sehr klug, Wahrheit. Geh, du wirst es verstehen. Also Leute, jetzt werde ich Kleber auf die Steine auftragen, an denen sich die Räuber die Hände festhalten sollen. Großartig, Leute, wir sind bereit. Jetzt müssen wir uns nur noch verstecken. Leute, ich habe hier Öl. Ich werde es auf den Boden schütteln und wenn die Diebe kommen, werden sie darauf treten und ausrutschen, damit sie fangen können. Sie werden hier fallen und werden sie sofort fangen. Hier ist es, das teuerste Auto. Nehmen wir es. Gehen wir nach oben, Leute. Beeilt euch schneller. Wir haben euch, Leute! Wir haben euch, Leute! Oh, das sind Diebe! Oh mein Gott! Was ist los mit dir, Star? Ich weiß es nicht! Ich bin so aufgewacht! Oh, die Polizei ist da! Jetzt kommt ihr alle ins Gefängnis! Nein! Ihr werdet uns nie fangen. Schau, John, es ist ein Haufen minderjähriger Diebe. Wir konnten sie seit einem Jahr nicht fassen. Unsere besten Agenten können sie einfach nicht fangen. Wir brauchen Menschen mit der gleichen Denkweise wie diese Kriminellen, verstehst du? Mir geht diese Nummer jetzt voll auf den Sack, Alter, verstehst du? Ich kenne einige Vollpfosten, die das definitiv sein könnten. Wenn sie es nicht tun, dann wird es niemand mehr tun. Bist du dir sicher, Johnny Boy, ha? Ja, absolut. Sie sind bereits einem gefährlichen Clown entkommen, haben sich in Kinder verwandelt, eine Oma gekillt, all die Geister gefangen, die dort waren. Und dann sind sie noch höchstpersönlich nach Thessaloniki gelaufen. Und weißt du, wer das ist? Das ist die GL-Show. Heute filmen wir 24 Stunden. Das geht total ab, Alter. Was ist das? Was ist das? Was? Was ist passiert? Was hast du schon wieder angetan, Rafa? Hände hoch! Verdammt, Raffario, was hast du wieder gemacht? Warum werden wir festgehalten? Ich glaube, Jungs, ich habe vergessen, Silhouette zu spielen, deswegen. Aufstehen! Hände auf den Rücken! Hände auf den Rücken! Ran ans Auto! Hände auf den Rücken, schnell! Schnell, schnell, ran da! Schnell! Schneller da! Jetzt aber Balli hier! Schneller! Zack, zack, hier! Ja, Klang, rein da! Langsam hier! Hey, wer hat gefurzt? Dimon, furz nicht! Hör auf zu furzen! Nein, ich hab nicht gefurzt. Ich möchte einfach nur pinkeln. Rafa, bist du das? Vielleicht auch euch. Was sind eure Probleme, Jungs, hä? Later. Oh, was passiert? Wo sind wir, Alter? 20 minutes later. Hey, Rafa, zieh mal! Jetzt so, warum hast du das gemacht? Komm, du!
Verzieh dich! Ja, jetzt bin ich der Boss. Oh mein Gott. John, bist du sicher, dass sie damit umgehen können? Denkst du, die kriegen das hin? Ja, hundertprozentig sicher. So Leute, jetzt kommt mal runter hier. Setzt euch mal hier hin, Alter. Wir haben hier eine Aufgabe für euch. Das ist total wichtig. Welche Aufgabe? Seht euch hier das Video an. Oh. Ah, wow, wie ist das so gesprungen, coole Alter? Ja, schon geil. Das sind sehr gefährliche Räuber, Freunde. Eure Aufgabe ist es, sie zu fangen, dann bringen wir sie in das Kittchen. Easy! Ja, aber wir haben Bedingungen, okay? Jetzt hör mal zu, mein Freund. Wie sind ihre Bedingungen? Wir stimmen zu, alle eure Bedingungen zu erfüllen. Oh, ja, wir wissen genau, was wir wollen. Wir wissen genau, hä? Hm? Okay, fangen wir an, ihr Dummbolzen. Jetzt pass mal auf. Aber zuerst möchte ich, dass ihr uns Pizza bringt, okay? Pizza. Nein, keine Pizza, sondern Burger. Pizza und Burger. Ja. Yeah. Okay. Ja, und ein Trampolin, Alter. Und ein Trampolin. Eine PS5, eine ja. PS5. PS5 noch. Aha. Und besser zwei. One eternity later. So, und das Letzte, was wir wollen, ist Eiscreme. 10 Kugeln Eis. Macht ihr das? Ja, ja, ja. Verstanden? Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich, ja, natürlich. Alles klar. Guckt mal, was sie für Trottel. Ja, ja, genau, Alter. Aber zuerst müsst ihr das Training abschließen, alles klar? Hört genau zu. Wir werden vom Profi geschult, aber es würde nicht einfach sein, ja? Uff. Ja, klar, Alter. Ja, natürlich. Naja. Oh, es kommt. A few moments later. Ich wünschte, ich wäre schneller gekommen. Wir sind schon fertig, Leute. Was? Ja. Uns? Was? Uns? Na, wir sind GL Army, wir sind die Besten. Wir müssen nicht ausgebildet werden. Wir sind bereits ausgebildet. Leute, wer wird jetzt kommen? Vielleicht irgendein heftiger Bodybuilder, der 100 Kilo wiegt oder so ein Sportler und haut uns alle um. Ah, Dämon, wer auch immer das ist, ist uns egal. Wir sind hier. Ich bin's, das Daddy, Alter. Findet ihr das lustig? Ich habe gehört, ihr seid ahnungslos. Ich bin da, um Männer aus euch zu machen. Also, mein Name ist Dina. Ja, das stimmt. Meine Aufgabe ist, aus euch professionelle Polizisten zu machen. Dina, meine Hübsche, vielleicht haben Sie einen Fehler gemacht und wir sollten Ihnen beibringen, wie man kämpft. Was meinen Sie, ja? Was sagst du? Leise, leise. Wir werden sehen. Mein Ziel ist es, euch auf euren Einsatz vorzubereiten. Was sagt sie, Alter? Wir sind zu allem bereit. Wir sind die GL Army, nur GL Army. Toll, dann lasst uns zum Ring gehen. Bei allen Anstand. Ich bin kultiviert. Ich schlage keine Frauen. Hast du Angst, gegen eine Frau zu verlieren? Nein, fangen wir an. Lasst uns losgehen. Bravo, Dämon! Bravo! Mach weiter so, Alter! Freunde, ich glaube, ich verliere. Dämon, du musst die links treffen, Alter. Rechts, rechts und dann wieder links, Alter. Rechts, links! Egal, wie ich sie schlage, es hilft nicht. Ja, jetzt bist du bereit. Los, Alter. Komm, komm los. Los, mein Junge! Rafa, es war ein totaler Fehlschlag, Alter. Ich sagte doch, ich schlage keine Frauen. Es ist Zeit, Dämon zu rächen, Alter! Nur Jelami, kommst du das? Los, mein Junge, los das, komm! Komm, los, du schaffst das, komm, mein Junge! Los, los! Auf geht's! Komm, mein Bein! Los! Ich ergebe mich, ich hör auf, ey, lass mich los! Komm! Jelami! Jelami! Komm, lassen Sie in Ruhe. Jetzt ist die Zeit für mich gekommen. Ich werde jetzt in den Krieg ziehen. Los. Komm schon, Rafa. Was? Maxi, komm, los. Halt durch. Was warst du, Rafario? Nein, du Nubi. Rafa, komm her, ist alles in Ordnung. Komm, beruhige dich. Komm, Alter, ich schaff dich hier raus. Ha, Würmer, ich gebe euch eine letzte Chance. Ihr seid alle gegen mich allein. Alles klar, Mädel, wir stimmen dir zu, aber wir bestimmen, was wir wollen, okay? Nehmt, was ihr wollt. Aha, wir sind bereit, meine Süße. Oh!
einfach. Hallo, Agent, Sie passen nicht. Es ist Fleisch, rohes Fleisch. Ich verstehe. Sie sind kampfbereit. Super, dann Johnny, gib ihnen die Uniform und bring sie her. Alles klar, bring sie her. Ausgezeichnet. Later. Ausgezeichnet, wir haben Informationen, dass heute ein Raubüberfall geben wird, okay? Im Spielzeugladen mit dem Namen Blabla. Ja, das stimmt! Ihre Aufgabe ist es, sie festzuhalten. Kommt her, okay? Kommt her, habe ich gesagt. Bist du dir auch ganz sicher mit diesen Volldeppen? Ich denke schon. Also, viel Glück, Männer. Komm schon. Nimm. Komm. Jemand, willst du einen Toast? Toast, hörst du? Was ist bei dir, hä? Ich höre. Siehst du was? Alles in Ordnung, hä? Ja, gut. Ausgezeichnet, keine Sorge, niemals. Nur Gielami. Abonniert! Simon, komm hoch, ich mache ein Foto von dir. Komm, hier. Großartig, sehr gut, Simon, hä? Jungs, die Räuber sind da reingegangen. Kommt, los, wir müssen fahren. Schnell. Also, Leute, wir lassen hier die Tasche, damit wir schneller werden. Los geht's. Leute, seid vorsichtig, wir müssen arbeiten. Hier, ich geh hier lang. Ich geh nach links. Ich geh nach rechts. Ich hole ich mir euch Diebe, ihr kleinen dreckigen Diebe. Ich komme. Oh mein Gott, wie schön ist das. Schaut euch das an. Nein, aber ich habe eine wichtige Aufgabe. Weiter geht's. Leute, steckt alles in die Tasche. Schneller. Oh, hey! Was ist los mit dir, Rafa? Was? Vorsicht, hä? Du musst vorsichtig sein, nicht ich, hä? Ja, aber du siehst doch, du hast Augen im Kopf, Alter. Geh weg von mir. Du bist ein Idiot, hä? Oh, Alter. Lauf schnell. Rafa, komm her, ich hab sie. Haha, ich hab euch gefangen. Wohin? Rafa, was machst du, Alter? Du lässt sie durch. Dimon, komm her. Dimon. Ich hab dich, komm zu mir, du Kleiner. Was ist das für ein Geruch? Hey! Alter, bleib hier, Alter, du kleiner Strolch, Alter. Oh, ich kenn dich, Alter. Andere, ich drück jetzt deinen Kopf in den Schuhkarton, Alter. Mir, Leute, das ist der schlimmste Geruch auf der ganzen Welt. Jetzt passt mal auf, was wir mit diesem kleinen Scheiße hier machen. Wir lassen ihn richtig leiden, Alter. Later. Er sagt nix. Was ist denn los, Alter? Ja, wir wollen. Wir konnten nicht. Ey, du kennst mich nicht, Alter. Ich bin Stas, mein Freund, Alter. Ich hab's richtig drauf, Alter. Und ich zeig euch jetzt, wie das geht. Ja. Yeah. Ah, Freundchen, irgendwer steckt hier richtig tief in der Gülle. Ah. Hallo. Warum lachst du? Denkst du, wir machen Witzchen oder was? Mal schauen, was er sagt, wenn wir ihn dann seinen Eingeweiden aufhängen. Ja, das wird richtig lustig. Ja. Ja, nimm das. Das ist echt geil. Oh. So, mein Freund, jetzt gibt's hier richtig... Na, was sagst du? Na, was? Schabala. Oh. Eins, zwei, drei. Ich denke, der Typ ist gefühlstot, Alter. Okay, du scheinst ein dicker Hund zu sein. Ein dickes Fell hast du auch, Alter. Aber du stinkst, Alter. Weißt du, du stinkst richtig. Wir haben eine spezielle Box für dich. Eine spezielle. Komm, sag's, wo die anderen sind. Und jetzt sag uns, wo ist der Rest deiner kleinen dreckigen Bande? Letzte Mal, komm, sag's mir. Okay, alles klar, gib ihm die Box. Ich halt's. Komm, Dimon, zieh an meine Finger. Geht's. Aber richtig, Alter. Komm. Ja. Hast du wieder Boden gegessen? Los. Na, alles klar? Wie sieht's aus, mein Freund? Ich hab da eine Idee. Ja, genau. Wir werden ihn kitzeln. Ja, los, steh auf. Los, wir kitzeln ihn. Oh, das sind keine Menschen. Also, ich würde nicht an seiner Stelle sein wollen.
Willst du reden? Er wird sprechen. Sehr gut, komm. Wir haben die Tasche mit Geld im Laden vergessen. Sie müssen nach 2 Stunden wiederkommen, um sie abzuholen. Oh, in 2 Stunden! Wir müssen hinfahren und sie auf frischer Tat ertappen. Verstanden? Schaut mal, was für coole Typen wir sind, Alter. Von solchen coolen Typen wollt ihr doch auch bestraft werden, oder? Und abonniert und liked und drückt die Glocke, Alter. Ihr wisst doch, wie das abgeht. Das ist immer das Gleiche, okay? Folgt uns auf diesem Kanal. So, und jetzt werden wir die Räuber schnappen. Auf geht's! Ja. Wir haben gerade herausgefunden, dass die Diebe heute Abend zum Laden zurückgehen werden, um ihre Sachen abzuholen, die sie vergessen haben. Wir haben sie geknackt. Sie haben ihre Tasche drin gelassen, diese... Genau. Geld. Sehr gut. Geht rein und beendet eure Aufgabe. Aber leise. Das stimmt. Jawohl. One hour later. Diesmal sind wir vorbereitet angekommen, Alter. Hier, guck mal, was ich hab. Freunde, wie wir wissen, sind diese Diebe sehr schlau, aber sie werden nicht so schlau sein wie wir. Wir werden sie fangen, okay? Ich habe ihr Öl und das schütten wir auf den Boden. Und wenn sie dann laufen, werden sie ausrutschen, okay? Ich habe ja auch Sekundenkleber. Und wenn sie rutschen, dann werden sie festkleben. Ganz einfach, Alter. Das ist eine ganz normale Sache, okay? Und ja, Alter. So werden wir sie fangen. Okay, und jetzt geht's los, Alter. Und so werden wir sie fangen, du Freunde. Du bist richtig schlau, mein Junge, hä? Ja, alles klar, auf, okay, hier werden sie ausrutschen, genau hier. Komm, komm, lass mir weg. Sie treten drauf und fliegen weg. Los. Alles klar, Leute, jetzt machen wir das wie folgt, Alter. So, Leute, ich schmier das jetzt hier auf den Boden, okay? Und dann werden sie darauf ausrutschen, Alter. Ganz einfach so. Wird eine Rutschpartie, meine Freunde. Los. Verstecken wir uns, los. 2 hours later. Sie erwischt, Leute. Wie geht's euch, Leute? Hm? Ihr seid in unsere Falle getappt, Leute. Ja. Was sagt ihr jetzt? Hm? Legt euch niemals mit Gielami an. Niemals. Also wir nehmen sie und bringen sie zum Bahnhof. Alles wir klar? Wir stecken euch in den Knast. Auf geht's. Tasche nehme ich. Later. Kommt rein hier. Wir haben dich endlich kleine erwischt. Stinker. Bravo, Stas. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, mein Freund. Immer wieder gerne. Bravo, Rafa. Gut gemacht. Danke. Bravo, Stas, ausgezeichnet, wie immer. Jawohl! Danke dir, du Frosch, gut gemacht. See you! Mission erfüllt, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren und die Glocke drücken. Wie immer, Alter, ihr seid auch beim nächsten Video wieder dabei. Alles klar, oder was? Und wir sehen uns! Und tschüss!